Hey, ja, willkommen zurück zu Okage Shadow King, zunächst nach einer Session. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, nach dem Kampf gegen mit einem bösen König sind wir hier hingelaufen und ja, haben den Auftrag erhalten, beziehungsweise haben wir jetzt einen Hinweis erhalten, wo die ganzen bösen Könige herkommen. Und ja, einmal haben wir uns mit diesem Kampf hier zu tun. Tell me, my minion, what is the necessary attitude for my world conquest? Say whatever comes to mind. Fearlessly. Oh, you start like that? Okay, then. Overcome. I see. Now, how you are going to finish? And obliterate all. You think fearlessly, overcome and obliterate all? Is it? Ah, yes. You've inspired my conquest to new heights, boy. Let me trash these ghouls. Ja, viel Spaß denn. Viel Spaß aber. Ja, verraten kannst du selbst erledigen. Und wir brauchen ihm nur Rosalind für. Ja, wir haben auch mehr von dem bösen König jetzt einen Hinweis, also dem besiegten bösen König einen Hinweis erhalten, wo die alle herkommen. Durch irgendein Portal. Irgendwie kommen die in unsere Welt, kommen die halt in diese Gegend hier. Und ja, das werden wir entsprechend untersuchen. Zumindest werden wir bald untersuchen. Erstmal gehen wir woanders hin, nämlich zum Zirkus. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil wir halt in diesem Gebiet wieder neu angekommen sind beim letzten Mal. Deswegen heißt es meistens auch immer Neues dann als Gesprächoption, zumindest. Wenn man halt. Weil der Zirkus gehört ja hier zu dieser Gegend. Und das ist doch hier einer von diesen Dingern hier. Aber. Ist ja aktiviert, interessant, gut. Okay, gehen wir mal vorbei. Braucht man mich nicht. Ich muss mich nirgendwo anders hin. Abby greift an die Krähe. Rosalind greift an der Vogelscheuche. Und Kistling greift an den Goat. Was auch immer das für ein TV ist, keine Ahnung. Aua! So, macht das schon, ja. Falls es nie rein sollte. Es hat aber gereicht, ja, kein Problem. So. Yay! Wir haben es geschafft. Ja, bei einem Kampf. Der Erwin war ja ziemlich einfach. Ne, wir gehen jetzt zum Zirkus. Weil aus einfachem Grund war halt, wie wir wieder neu in diese Gegend gekommen sind, in dieses Gebiet hier. Und das ist ja meistens so, wenn wir irgendwo, nachdem wir wieder was erlebt haben, irgendwo wieder neu hinkommen, ist ja dann meistens wieder irgendeine neue Gesprächsoption oder neue Aufgabe oder ähnliches. Nach dem Studio gehen wir hier allerdings nicht, da wir uns dort eigentlich nichts hinführt, aber halt hier hin, weil wir hier in diesem Gebiet sind. Reden wir mal mit dem da, mit diesem Flaschenposttypen. It would be nice if you could find a message on a bottle sent by someone else, wouldn't it? Ja, wir haben wir auch schon erlebt. Schon vor ein paar Mal, schon ein paar Aufnahmen schon wieder her. Als wir in Trinell waren und dort da diese Flaschenpost. Ja, Rosalind, wo rennst du denn gegen? Ich glaube, ich will einfach irgendwie raus, aber geht nicht. Ja gut. Hey, it's you, boy. How's it going? Still as dull as ever? Or did people finally start to notice you? Well, if you keep on letting them tell you how you are overshadowed by others, you might start believing them. Was? Whatever happens, don't take it too seriously. To tell you the truth, a long time ago, people used to tell me I was overshadowed. And when I let it go too far, I started believing it. That gave me nothing but trouble later on. It was really strange, believing I was overshadowed. I wasn't hurt or sick. But regardless, I felt like I was dead. I really don't understand. Well, of course you wouldn't know. Sorry about that. It's hard to explain in words. When it happens, you will know. Nonetheless, I will tell you this for now. I don't know if I will be there to give you advice when it happens. Just keep this in mind. No matter what happens to you, don't panic. Stay calm. Just trust that at some point you will be able to return to your old self. And just be careful in any case, alright?
Tekersan. Hä? Aha, also irgendwas, was uns wurde auch gesagt, wie overshadowed, aber ja, was genauer bedeuten hat, werden wir auch mal vielleicht noch erfahren, wer weiß. Wow, it's like my mind is totally clear. And what a beautiful day it is. Ja, wir sind im Zirkus gelandet und macht irgendwelche Kunststückchen. Der ehemalige böse König, ja, ist ja nur ehemaliger, ne? Was haben wir hier? A sucker swinging audience seats are there. It seems like nothing and nobody is here. Ob sich irgendwann nochmal ändert und wir nochmal reinkommen in so ein großes Zelt. Internet ist ja auch eins, also ich dachte, es ist immer derselbe Zirkus, aber offenbar nicht. Ja, wo soll denn, wenn du rausgehen willst, dann geh doch einfach. Muss ich in die unsichtbare Wand laufen wie ein Pantomime? Ja, kommt auch nicht raus. Oder willst du auch eine Zirkusnummer hier veranstalten? Kann ich auch sein. One day I will call that ringmaster a sheepskate to his face. Sure, I appreciate how you saved me when I was a college dropout on the streets. The performers here all feel more or less the same. But that's a different issue. I appreciate him, but I also need money. Oops, he will get on my case again. Gotta practice. Ja, wir verraten auch nichts. You know, despite what he says, the ringleader truly cares about us. Now, if he weren't so harsh with his words, everyone would like him more. Well, actually, most people like him already. Don't tell him, though. You tell the ringleader something like this, and his head will be so big it will burst, you know? Ja, auch man kann mit Lob auch nicht umgehen, der Typ. Ja, ist halt so. Gibt's halt solche Leute. Moment. Das gibt's halt solche Leute, die können ja halt mit Lob nicht umgehen. Ja, ist halt immer so eine Sache, ne? Total überheblich. Und so weiter. When I fell off the ball the other day, the ringleader got so mad at me. I lost my confidence. Woohoo! I'm beginning to get disappointed in myself. I wonder if I'm good at anything. Well, at least I know I can sing. I may not look it, but on my days off, I take my makeup off and become a singer. I'm pretty famous too. Oops, me and my big mouth. I just have to get my confidence back. Gotta practice, practice. That's the first step. Ah, ja. Ja, der berühmte Sänger, den keiner kennt. Ja, so sieht es aus. Kennt jeder, aber auch mal kann keiner. Hätte man bestimmt von ihm gehört, ja. Als der Clownsinger. Da kommt ja ein Gegner. Oder mehrere. Ah, Fröslis. Naja, Rosalind. Du weißt, was du zu tun hast, ne? Der muss nichts machen. Rosalind, du kannst das ja machen, ne? Du bist ja schon geübt da drin. Also kann man das machen. So. Ja, dann frosten wir sie mal. Also frieren wir sie mal ein. Wupp. Das war's dann mit dem. Mit denen. Kein Problem. Einfacher Gegner. Wenn ehrlich ist, war das jetzt ziemlich einfach. So, haben wir hier. 2 Nüsse und 24 Geld. Naja, nicht gerade die Welt. Aber es gibt immer 40 Erfahrungspunkte, egal wie Level man hat. Immer 40. Finde ich interessant, egal dass man viele der Levels höher ist als vorher, kriegen wir noch 40 Punkte. Ein bisschen komisch eigentlich, finde ich das, muss ich so zugeben. Hängt einfach nur damit zusammen, dass es so viele sind von denen. Aber sind ja keine. Was machst du denn da oben? Was kommt der denn jetzt her? Ach ja, komm her. Ich frage mich auch, wieso werden die eigentlich als Geister dargestellt, wenn es eigentlich so welche sind? Die ganze Zeit ja die Rede von Geistern, aber so Geister sind die gar nicht. Ja gut. Ja gut, Kissling ist ja ein Geisterjäger eigentlich, oder? Naja, er erforscht Geister, aber wirklich geisterhaft sehen die ja nicht aus. Mein ehrliches? Aber wäre vielleicht zu eintönig gewesen, wenn es nur Geister gewesen wären. Als Gegnertyp. Ja, ne, wahrscheinlich. Nur mehr mit rechnen. So, das hat gut hingekriegt, Kissling. Ja, gut, kein Problem eigentlich. Kämpfen sich ja nie mehr das Problem hier in dieser Gegend. Kein Problem für uns. Ja, gut. Battle Guide Information.
So, Get Item 66 Geld, da immer hin. Wir müssen wieder auffüllen, die Kasse, ey. Irgendwann brauchen wir bestimmt wieder was Neues. So, dann gehen wir hier hin. Aber speichern natürlich nicht ab. So, ich hab übrigens den Spieß auf Platz 2 gelöscht gekriegt. Allerdings nur per externem Programm. Also nicht vom Spiel selbst, sondern per externem Programm, wo ich auf die Spießern das heißt gegriffen habe. Also externes Programm auf PS2 jetzt. Kein PC-Programm oder so. Würde eigentlich auch gehen, aber ich habe es direkt von der PS2 gelöscht. Mit dem Programm auf PS2, ja. So, greifen wir alle aneinander ein hier. So, passt schon. Krieg ich schon hin. So, das war nämlich schon. Haben wir wieder nur ein Slot, habe ich in den letzten Jahr, beim letzten Mal ja aus Versehen, habe ich ja am zweiten gespeichert. Zumindest den ersten Speicherversuch hier im zweiten Slot. Da habe ich das gelöscht. Einfach so, weil sieht immer besser aus, wenn es nur ein Slot ist. Ja, vom Spiel selbst gibt es keine Möglichkeit. Leute, müssen wir hier hin, oder? Ist hier noch eine andere? Ne, Leute, das ist glaube ich das. Da müssen wir hin. Gut, gehen wir hin, ne? Wissen wir diese Statue, wohin sollen. Ja, guck dir mal an. Use Miniature Statue. Ich habe ihn gar nicht Stan gefragt, glaube ich, ne? Warum mal nachgucken. Just get going. I don't know what will be in there. But it's pretty evil to abuse. A thing that was created for evil purposes. Ja. Was hat denn die Karte zu sagen? Mal gucken. At the end of the lightless path. A sign of he who seeks to fight. Alone in the dead world. The prospect of you excites his blood. Aha, was heißt das denn? Ah, hier sind ein paar Geister. Oder andere Gegner. Ach, wieder Zwiebeln oder eine andere Form von denen. Stingy und Onion. Aha. Oh, war du bei 20 Lebenspunkte? Aber bei 6 Gegnern, ich denke, wir werden mit Rosalind dann wahrscheinlich nichts reißen können. Nicht mal Overdrive. Mach ich einfach mal. Ich bin mir immer auf Nummer sicher zu gehen. Und Rosalind auf alle? Auf die Onions. Aber ich denke mal, das wird doch nicht reichen. So, und der greift einfach so an. Ja, was sollen wir sonst machen? Keine Ahnung. Ja, war, die bringen auch hallo, komm ich an, verursacht. So. Bleiben nur noch zwei übrig. Ja, guck doch mal an. Na? Auch toll. Aua. So. Ah, gut. Oh, ging ganz gut. Ja, neue Gegner, die offenbar. Ja, gucken, was sie so bringen. Sagen wir lieber so, ob die stärker sind als die anderen. Was anzunehmen ist auf jeden Fall, weil es ein neues Gebiet ist. Headwave Wing habe ich noch nie gebraucht. 320 Geld, immerhin. Und 120 Erfahrungspunkte. Das ist immer eine Zahl, hä?